Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 2 mit Paxis. Und ja, ich bin immer noch, aber jetzt schon ein Tag vergangen, ich bin immer noch überglücklich, dass wir es geschafft haben, da unten diesen Hexenkessel zu bestehen mit den 6 oder 7 Hunden und unserem Freund, den Finsternis-Invasionsgeist. Und ja, was soll ich noch sagen? Wir haben es geschafft. Ich bin mir zwar eigentlich zu 99% sicher, dass hier nichts mehr war, aber ich möchte noch mal ganz kurz nachschauen. Ja, wir kommen nicht mehr hoch, das heißt, wir müssen jetzt mit dem Leuchtfeuer zurückreisen und können in ein neues Gebiet gehen, weil wir haben die Festung hier komplett abgearbeitet, was richtig geil ist. Wir kehren aber erstmal zu Manuva, wie hieß es, Manula, wie auch immer. Auf jeden Fall kehren wir erstmal wieder zurück zu hin. Kehren wir dahin erst einmal zurück. So, und dann wollte ich noch mal ganz kurz gucken, ob wir nicht direkt am Anfang diese Steinstatue stand. Ich bin mal nicht mehr sicher, aber ich dachte, wenn wir gerade ausgehen wollten, dann wurde uns der Weg versperrt oder hier irgendwo irgendwie. Nee, da konnten wir einfach nicht weiter. Genau. Ja, irgendwo in diesem Wald war auf jeden Fall, ich meine, es geht ja dann auch eine Festung über dieser Wald. Und irgendwo da stand auch so eine Steinstatue rum, das weiß ich noch, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Wir müssten jetzt halt 2 Duftzweige mittlerweile haben. Ja, genau. Deswegen würde es sich eben, ja, lohnen würde ich jetzt nicht sagen, aber es wäre schon mal interessant zu wissen, wo da ist. Ist aber auch nicht so schlimm, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Verlaufe des Spieles sowieso noch auf andere Orte treffen werden, wo diese Duftzweige eingesetzt werden können. Und ich glaube, ich möchte mal ganz kurz runter auf die Karte schauen. Da müssten ja jetzt neue Flammen entstanden sein. Ja, 2 Stück. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht so richtig, wofür die erste steht. Die zweite ist halt klar für diesen alten Geist, aber ich habe ja keinen anderen alten Geist platt gemacht. Even more flames have appeared. I don't know what causes it. Ich weiß es, aber wie es aussieht, kann ich nicht reden. Ich habe es zumindest noch nie gemacht und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich weiß, wofür sie stehen. Wobei ich nicht so richtig weiß, wofür die erste steht. Also muss ja im Endeffekt höchstwahrscheinlich auch ein Boss gewesen sein. Dieser alte Baumriese da wahrscheinlich. Also der erste Boss, gegen den wir gekämpft haben, beziehungsweise der erste Boss, den wir besiegt haben. Ich würde behaupten, das war die erste Flamme. Und die zweite Flamme muss dann diese Sünderin gewesen sein. Ach, da fällt mir gerade ein, ich wollte ja eigentlich mal von all den großen Seelen, die ich habe, das durchlesen. Naja, das können wir das nächste Mal machen, wenn wir am Leuchtfeuer sind und ich daran denke. Ich will dieses Schwert haben, das sieht so geil aus. Dieses türkisblaue. Erstmal werden wir uns um die Dame hier kümmern. Mal gucken, das ist vielleicht gar kein Gegner. Scheint kein Gegner zu sein. Redet die mit uns? Thank you. I've been petrified, hard to speak. Give me a moment, please. Dann huste du dich erstmal aus, dann rede ich mit meinem Kollege da draußen und sage ihm, dass das Tor jetzt auf ist oder zumindest aufgemacht werden kann. Clearing the way was your doing, was it? Didn't think you had it in you, pal. No, no, no.
That's not like it sounds, no. It was a pleasant surprise, that's all. Name's Ben Hart. Thanks to you, I can resume my journey. If we share the same path, I'm sure that we are going to meet again. I'll repay my debt to you in battle. I swear it by my sword. The road ahead's going to be long, but I'm here to help. Na, bekleide mich doch einfach ab jetzt für immer. Super einfach, denke ich. I am in your debt. It's a true man who honors his debts, and I'll see mine paid. I swear it by my ancient sword. Geste lernen. Freudegeste. Aha. I am in your... It's a true... I swear it. Haben wir ja erst zwei Gesten, glaube ich, gelernt. So, hat sich jetzt ausgehustet. Sind wir gerade ein Mensch? Ach so, das kann man so nicht sehen. I'm fine. I think... No, no, no. I'm fine. Really, I am. My name is Rosabeth. Thank you so much for rescuing me. Oh. You're that traveler. I still haven't thanked you. Well, I'm quite a hand at pyromancy. So perhaps you could consider this my thanks. Prismastein. Na, hier. Ein leicht warmer Stein. Er verströmt eine liebliche, wabernde Aura aus 7 Farben und einer äußerst seltenen 8. Farbe. Besondere Fähigkeiten hat der Prismastein nicht. Doch solltet ihr euch einmal verirren, kann er euch als Wegmarkierung dienen. Keine Ahnung, was man damit machen kann. I was attacked and turned to stone, I think. I owe you my life. If you had not come... Oh, I feel shameful, wearing these rags. I hate to burden you further, as you've already saved my life. But, just look at me. My clothes are in tatters. Do you have any clothing that you could spare? I'll take anything, whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. Anything at all will do. Just put it on the ground, and I'll change into it later. Wir können die umziehen oder umziehen lassen. Sehr geil. Ja, wozu Pyromantieflamme verstärken? Wir müssen eh nicht nutzen. Was ist das denn? Flammenquarzring, Donner und Finsternis. Aha, Verstärkungen können wir da also holen. Brauchen wir alles nicht. I have my very own teacher. His name is Carillion of the Fold, a famed sorcerer in Melfia, our hometown. I was fascinated by sorcery. And so, well, he's so unique, you see. When he set out for Drang Lake, I couldn't let him go alone. But we were separated quite early on. I'm afraid. I'm rather unskilled. My lord probably ditched me. But, oddly, I'm a fast learner when it comes to pyromancy. What we're fascinated by, and we're skilled at, oh dear, I shouldn't be so choosy. It's hardly my place. Sorry, ich wollte die Sachen jetzt gar nicht wegdrücken. Ich war nur mit meinem Daumen schon auf dem Knopf und hatte wieder irgendeinen spastischen Einfall. Keine Ahnung. War keine Absicht. Sorry, ich nehme den Daumen jetzt weg, dann passiert es nicht mehr. I have my very own teacher. Okay, wir sind eh durch. When he set out for... Ausrüstung geben. Das brauchen wir nicht, die Wandererkapuze. Kapuze.
Können ihn ja die kompletten Wanderer-Sachen geben. Okay, Wanderer-Manschetten, das haben wir doppelt. Errungenschaft freigeschaltet. Kleiderwechsel. I'm very happy for this gift. After I change into this, I'm heading for Majula. I'm not sure where I might find the Lord. But perhaps Majula is my best chance. Wird bestimmt schön hässlich aussehen in den Klamotten, aber egal, Hauptsache wir kommen jetzt hier weiter. Und einen Duftzweig haben wir immer noch, das heißt, wenn wir wieder auf irgendwas Versteinertes treffen, was soll's. Oh, scheiße! Oh, fuck! Wo kommen die denn alle her? Ich werde jetzt sterben. Ich werde jetzt sowas von sterben. Wo kamen die bitte alle her? Ich wusste nicht, dass alles aufgeht, hinter mir die Sachen geschlossen wird. Schön, wie diese Frau, die ich gerade befreit habe, einfach stehen bleibt und mir gar nicht hilft. Boah, das war ja eine geile Falle, ey. Das war eine richtig, richtig geile Falle. Oh, und ich wusste nicht, dass ich nicht mehr wegrennen kann. Ich habe gedacht, ich kann wegrennen und deswegen bin ich nach hinten gegangen. Und habe dadurch eigentlich meine Falle nur noch schlimmer gemacht, weil mir keine Möglichkeit mehr bestand, irgendwie wegzukommen und die zu bekämpfen. Was für ein Scheiß, ey. Der Typ hätte mir lieber mal direkt helfen sollen. Oh, war das gerade ärgerlich. Aber gut, ist jetzt nicht wirklich schlimm, weil wir werden unsere Überreste ja ziemlich einfach wiederbekommen, denke ich. Da war wahrscheinlich auch gar nichts weiter Wichtiges drin, aber geil, wie die Frau einfach da stehen bleibt und dann auch die Gegner nicht auf die Frau losgehen. So ein sinnloser Scheiß. So, der Typ ist jetzt wirklich weg, okay. Das passiert ja jetzt höchstwahrscheinlich wieder, oder? Gehen wir davon aus, dass die alle von da oben rausgekommen sind. Ach, was für ein Dreck. So, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal die zwei, die hier drin sind, platt machen. Waren da nicht zwei drin? Hä? Ach da. Wieso habe ich... Der ist doch erst gespawnt, als ich drin war, oder? Also wieso habe ich ihn vorher nicht gesehen? So, den sehe ich schon. Naja, jetzt haben wir zumindest zwei Gegner weniger, aber ob das ausreicht? Weil ich glaube, das Tor geht dann zu. Ja. Scheiße. Oh, da kommen sie nicht mit. Was ist da los? Macht die jetzt natürlich alle platt. Einfach so aus Prinzip, weil die böse sind. Aber vielleicht heilen wir uns vorher. Okay, der will auf jeden Fall vorher noch sterben. Hä? Kommt mal her. Sind ja eigentlich auch nicht schwer. Also wenn sie nicht gerade zu 100 kommen, sind sie nicht schwer. Kann mich trotzdem mal heilen, sicherheitshalber. Bist du jetzt dran? Warte. War's das schon? Okay. Oh, was für eine grausame Situation, wenn man nicht vorher weiß, was passiert, ist es halt echt, denke ich, fast unmöglich, da nicht direkt zu sterben. Das nächste Lagerfeuer, sage ich schon. Das nächste Leuchtfeuer. Boah, dann mach's halt auf. Wenn du es nicht schaffst, kaputt zu schlagen.
Energie ist voll, bevor die Gegner wiederkommen, lassen wir es einfach so und setzen uns da nicht ran. Hier ist eine Truhe, wie es aussieht, auch ohne Gegner. Estus-Flakon-Scherbe. Aha, das bedeutet also, dass wir bald 5 haben. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das auch direkt. Ich meine, 5 statt 4 Scherben, das kann nicht schlecht sein. Schade, kommen wir da nicht rüber? Also, das sieht doch eigentlich so aus, wenn man da rüberkommen könnte. Kann natürlich sein, dass es nicht geplant ist, man nicht rüberkommt. Oder eben doch. Da frage ich mich, ob man auch auf der anderen Seite nach oben kommt, aber ich glaube nicht. Ja, wir hatten gerade zugeschlagen. Schuss? Na, hier ist irgendwas, aber... Wo kommt der denn her? Ist das eine Falle, das Geschoss, oder? Was wollen die mir damit sagen? Ach, der kam hier raus. Der hat wahrscheinlich kaputt gemacht. Aber sonst haben die es doch auch nicht kaputt gemacht. Sondern der Erste, der seine Zellentür selber aufgesprengt hat, wie es aussieht. Gehen wir mal noch auf die andere Seite. Oh. Ach, zu spät. Oh, was ist das? Irgendein deutlich stärker aussehender Zwergenkrieger. Na, komm mal her. Sieht aber nur deutlich stärker aus. War jetzt auch überhaupt gar kein Stress. Girmrüstung. Ist das seine Rüstung? Die ist doch viel zu klein für uns. Girmrüstung. Wow, die ist viel besser als unsere. Oh mein Gott, ist die gut. Guckt euch das an, fast doppelt so stark. Ist zwar auch unendlich schwer, aber okay, dann gehen wir halt weiter auf Belastungsfähigkeit. Krass. Oh Gott, die ist aber so viel schwerer. 58,7 Kilo. 58,7%. Ich überlege halt gerade, die trotzdem anzulegen. Es wird halt nur wenige Gegner geben, wo diese Grenze, die wir jetzt überschreiten, groß was ausmacht. Das für die meisten Gegner ist das immer noch flink genug. Oh, geil. Ich überlege gerade, können wir vielleicht noch irgendwas rausholen, wenn wir die anderen leichteren Sachen anlegen? Wahrscheinlich nicht wirklich viel oder nicht so, dass es sich lohnen würde. Ich glaube, 60% ist dann die nächste Grenze, die wir nicht überschreiten sollten, oder? Sieht ja eigentlich immer noch genauso aus. Aber manchmal kann man das einfach nicht abschätzen, also dann sieht man das nicht so wirklich. Ich überlege halt gerade, dann gehen wir jetzt einfach mal kurz auf, also für die nächste Zeit auf maximal Rüstung, bis wir einen Gegner haben, wo wir flinker sein müssen. Wenn anscheinend nicht mal die über 60% was ausmachen. Wenn wir jetzt auf leichtere Hosen gehen, dann würden wir auch, denke ich, nichts unter... Würden wir es schaffen, unter 50% zu kommen? Oh, das könnten wir sogar schaffen. Ah, knapp. Na, dann lohnt sich erstmal nicht. Dann lassen wir das jetzt erstmal das fette Ding. Wir steigern dann unsere Belastbarkeit, indem wir... Ja.
Indem wir einfach die Belastbarkeit leveln. Und ich würde sagen, solange lassen wir jetzt einfach die krasse hier. Die krasse Rüstung. Dann müssen wir jetzt deutlich weniger Schaden nehmen. Jetzt müssen wir noch versuchen, da rüber zu kommen. Achso, wir haben sie noch gar nicht durchgelesen. Moment. Rüstung der Girmnomaden. Die untersetzten Girm sind freundliche Wesen. Den Menschen galten sie doch als unrein und so wurden sie unter die Erde gedrängt. Ich denke, es sind freundliche Wesen. Man hat nämlich angegriffen. Gemein. Ich will da rüber. Yay, geschafft. Moment, sehe ich da gerade eine Mücke an der Wand? Was ist das denn? Moment. Das muss ich mir genauer anschauen. So, ich habe es glatt gemacht. Ach, was ist denn hier wieder los? Eine Flasche Wasser, die rumnervt. Sorry. Ich habe es glatt gemacht. Ich glaube, es war eine Mücke. Und ja, wie gesagt, Mücken mache ich platt. So, schauen wir uns die Räume noch an, bevor wir die Folge beenden. Ich meine, alleine schon die Girmrüstung war natürlich cool. Ich gehe mal davon aus, das war Zufall, dass der die gedroppt hat. Aber die Gegner werden wir in Zukunft bestimmt nochmal treffen. Dann reisen wir zurück beim nächsten Mal, um eben die Scherbe benutzen zu können. Also dann liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis hoffentlich morgen. Tschüss.